Brauttraum in Bodenwöhr ist nicht nur für die Bräute ein Traum, auch für Denise Jostwert. Die Inhaberin hat sich mit ihrer Boutique einen lang gehegten Traum erfüllt. Nun hat sie sich an eine weitere Herzensangelegenheit gewagt. Eine Brautmodekollektion für Kleinwüchsige. Eine Herzensangelegenheit, weil ihre Mutter kleinwüchsig ist. Ich kenne die Problematiken oder ich kenne eben das, was es manchmal nach sich zieht. Das heißt, alle Sachen, die gekauft werden, kann man nicht einfach so im Laden kaufen. Und als ich wusste, ich werde ein Brautmodengeschäft eröffnen, schlummert es immer in meinem Kopf, weil ich dachte, genau, es gibt halt noch keine Kleinwuchs-Brautkollektion. Und es war ihr sofort klar, diesen Traum will sie nur mit der Designerin Emine Yildirim umsetzen. So sind insgesamt 25 Kleider entstanden, denn es soll wirklich jede Frau ihren Traum in Weiß finden können. Das sind eigentlich von den ganz normalen Standardkleidern, nur dass es abgeändert ist auf die Proportionen. Kürzer von der Länge, die Arme sind ja auch kürzer und dann wird nochmal auf Maß gemessen, weil die Unterschiede sind schon recht groß. Ihre Kollektion ist eine Hommage an ihre Mutter. Daher ist sie auch der Namensgeber für die Kollektion, Carmen. Mama Carmen ist eine ganz starke Frau. Sie meistert ihr Leben wie jeder andere auch. Beispielsweise musste sie sich rund 2 Jahre als alleinerziehende Mutter um Denise kümmern. Für Denise ist Mama Carmen ein absolutes Vorbild. Und sie will mit ihrer Kollektion die verschiedenen Verbände für kleinwüchsige Menschen unterstützen. Es gibt die BKMF, das ist der Verband für Deutschland, und LKMF, das ist halt für Bayern. Und einen Teil des Erlöses oder wenn ich die Kleider verkaufe, möchte ich beiden Verbänden spenden, ja. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Körper und unterschiedliche Brautträume. Doch dank Denise Jostwert werden nun wirklich alle Frauen auf der Suche nach ihrem Kleid glücklich. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.